Shalom Aleichem. Wir sprechen heute über eine Dämonen, über eine Shin Daled, Shed, der heißt Ketev Meriri oder Ketev Yoshud. Also es gibt ein paar Mal in die Torah, wo es wird gesprochen von diesen Ketev Meriri, von diesen Dämonen. Das erste Mal, wo es wird gesprochen über diesen Shin Daled, das ist im 5. Buch Moshe, Sefer Dvarim, also bei dem letzten langen Rede von Moshe Rabbeinu, fordern, dass er verlässt die Welt. Und dort steht geschrieben, in Kapitel 32, in Parashat Ha'azinu. Parashat Ha'azinu ist ein Lied. Und dort steht geschrieben, in Pasuk 24, lese ich dir. Mezei ro'ov ulechumei reshef, veketev meriri, veshen behemot ashalach bam im chamat zochale afar. Also steht geschrieben dort, es geht um, wenn Hashem sein Zorn glüht, also Feuer wird, und es gibt sehr viele Bestrafungen. All eine von den Onashim, von den Punishment, von den Strafen, was Hashem gibt, ist Ketev Meriri. Okay, steht geschrieben in die Torah, das Wort Ketev Meriri, von dieser Shin Daled. Noch einmal steht es geschrieben in Tehillim. Und das hat mir gebracht, also im Prinzip, der Tehillim hat mir gebracht, so diese Idee heute zu suchen. Immer wenn es gibt eine Beerdigung, bei der Beerdigung sagt man die ganze Levaya, die ganze Zeit von der Beerdigung, Kapitel 91. Kapitel 91 heißt Shirshel Bgaim, also ein Lied gegen Dämonen. Okay? Und Kapitel 91 steht geschrieben, Midever Beufel Yaloich, Miketev Yoshud Zoroim. Okay, da spricht man auch über dem Shin Daled, über den Dämonen Ketev, aber nicht Ketev Meriri, sondern welche? Ketev Yoshud. Hast du bemerkt? Noch einmal, Midever Beufel Yaloch, Miketev Yoshud Zoroim. Also einmal steht geschrieben, Ketev Meriri, in 5. Buch Moshe. Und einmal steht geschrieben in den Tehillim, Ketev Yoshud. Okay. Wir gucken auch bei dem Prophet Jeschaiahu. Also du weißt, in die Zeit von Jeschaiahu haben sich gewirkt 4 Propheten gleichzeitig. Jeschaia, ja, Hoshea und Amos. Und noch eine, die habe ich vergessen. Ich will nicht sagen, was Falsches. Aber wir werden sehen, dass auch Jeschaja und auch Hoshea, die haben in dieselbe Zeit gewirkt, die beide sagen dem Micha. Okay? Micha, Jeschaja, Hoshea und Amos haben in derselbe Zeit gearbeitet. Und interessant, auch Jeschaja und auch Hoshea, die haben in derselbe Zeit gewirkt, sprechen von diesen Ketev Meriri. Ich lese dir vor. Prophet Jeschaiahu, Kapitel... Ketev Meriri oder... Moment. Ketev Meriri. Gib Ketev Meriri. Ketev Meriri. Also Kapitel 28. Pasuk 2. Ine chozo gvam itzlad, you know, kezerem borod, sa'ar kotev. Kezerem ein kabirim. Also er spricht über sa'ar kotev, dass diese Dämonen hat Haare. Wir werden bald sehen in Talmud, der hat sehr viele schwarze Haare und viele Augen in sein Herz. Also wir sehen, Prophet Jeschaiahu, Kapitel 28, spricht auch von sa'ar kotev, von diesen Shin Daled. Und genauso der Prophet Hoshea
in 13, in Kapitel 13, ja, Kapitel Hosea, Kapitel 13. Pasuk 14. Miyad she'ol evdem, mimavet egalem, ehi dvarecha mavet, ehi kotovcha she'ol. Also diesen Ketev nimm dir in Sheol. Sheol bedeutet in die Grube, in die Hölle. Le Gehenom. Okay? Ad Sheol. Also wir sehen viermal in die Torah über den Begriff Ketev Meriri. Über diesen in Dvarim, in Tehilim, in Yeshayahu und Hosea. Okay. Nicht nur in steht auch in Shulchan Aruch in die Gesetze von die Zeiten von die drei Wochen steht geschrieben, es gibt ein Shin Daled, eine Dämonen von Ketev Meriri, deshalb sollen Älteren an dem Zeit nicht ihre Kinder schlagen, nicht mit der Hand und auch nicht mit einem Gürtel oder Stock, Chalila, Gott behüte, und auch der Lehrer soll nicht schlagen auch seine Kinder, weil es ist sehr, sehr gefährlich. Und nicht nur in Shulchan Aruch. Shulchan Aruch wurde im 15. Jahrhundert geschrieben. Wir gucken auch in Deutschland, in die alten Zeiten, im 13. Jahrhundert, Rabbi Eliezer Mivorms sagt, dass eine Urfeige kann der Ketev Meriri bringen, dem anderen zum Tod. Also nicht schlagen. Und Rabbi Yitzchak Isaac Mitirna, der hat geschrieben, die Bräuche von Deutschland, schreibt er auch, sondern auch nicht schlagen in dieser Zeit die Schüler, weil es Ketev Meriri da. Und Rabbeinu Tam, der Enkelsohn von Rashi, sagt, dass Ketev Meriri ist eine Dämonen, der kommt bei Mittagzeit und er bringt von der Tehilim mit Ketev Yashud zu Räumen. Also von Ketev Yashud, er kommt Mittagzeit. Okay. Der Talmud in Psachim, Seite 111, sagt, diese Schindale, diese Dämonen Ketev Meriri, der kommt auf eine Horn von einer Zieg oder auf einen Krug von Milch. Was heißt das? Du weißt, manchmal gibt es Milch oder Essen und plötzlich gibt es, es wird sauer, es ist nicht mehr essbar, es ist von einer Minute auf dem anderen passiert uns manchmal mit Trina oder mit Hummus. Das ist am gleichen Frühst, Tag? Am gleichen Tag, also früher ein paar Stunden hast du gegessen, es war im Kühlschrank und irgendwie war irgendwie, heute versteht man Bakterien, Molekulos, was weiß ich, Insekten, Bakterien, wir verstehen heute, dass in einer Minute passiert alles. Sagt der Talmud, diesen Sauer von jetzt auf den Moment kommt, warum? Weil Ketev Meriri hat da etwas Transport etwas gespielt. Und es kommt auch auf dem Horn von dem Zieg, wir werden das bald erklären. Rabbi Yochanan und Reish Lakish, als sie beschreiben diesen Shindalet von Ketev Meriri, die sagen, der hat sehr viele Augen, sehr viele Schalen und sehr viele schwarze Haare und er hat eine große Auge auf sein Herz. So sieht er aus und er ist sehr, sehr gefährlich. Okay. Und steht geschrieben, dass es war eine Chassid, der hat ihn gesehen und war er tot. In die jüdische Geschichte, wenn es war Blutvergiftung, hat man gesagt Ketev Meriri. Wenn es war die Windpocken, hat man gesagt Ketev Meriri. Wenn es war in Israel bei Aliyah Rishona nach Eretz Israel, als die sind gekommen, die Chalutzim, Eretz Israel zu bearbeiten, es war sehr viele Bizot, weißt du, Bizot ist so Sumpf, wo es gibt sehr viele Malaria, also es gibt dort eine Krankheit.
Und sie haben damals gesagt, das ist keine Malaria, was ist das? Ketev Meriri, also wenn man guckt, wie sie darüber reden. Aber ich möchte heute die chassidische Gedanke heute reden. Und sie kommt von einem Rabbiner, der leider vor ein paar Jahren gestorben, Moharash von Breslev. Der war in Yavniel, ein großer Tzaddik, ein großer Rabbiner von Breslev-Bewegung. Und ich will etwas sagen, was er schreibt in seinem kleinen Buch Matzav Ruach Tov, Gute Laune. Das hat mich sehr inspiriert, seine Wörter. Er sagt, so, steht geschrieben in Tehillim 18, Pasuk 19, Kiato Kiato Toir Neiri, Elohai Yagia Chosh, Ki Hashem, du beleuchte bitte meine Neshama. Also gib mir Licht in die Neshama, weil ich fühle in mich plötzlich dunkel, kalt, klar, okay? Er sagt, manchmal gibt das Nebel und Dunkelheit nebenan, dass die Kerze Gottes wird gelöscht. Was ist das? Er sagt, passiert, dass der Mensch ist plötzlich blasch, schlecht gelaunt, azuv, traurig. Der hat in sich Shedin, Ruchin, Klippers von wem? Shindalet Ketev Meriri. Und was passiert, wenn Ketev Meriri kommt zu ihm? Wird er sauer. Und er wird giftig. Und er wird plötzlich kämpferisch. Er ist Streit eingestellt. Also so wie eine Ziege. Hast du schon gesehen, ein Ziege, der kriegt Krise mit dem... Ja. Als wir in Uganda waren wir ja in der Safari und dort gab es auch genau, alles. Genau. Und wieso gerade jetzt der Tier hat bekommen, so eine Krise zu knacken? Ketev Meriri. Und er sagt, dass plötzlich ein Mensch hat in sich Sachen, die er nicht beeinflussen kann. Plötzlich will er gar nichts. Er will nicht mit der Gesellschaft zu tun. Er ist asozial. Er ist verzweifelt. Er ist voller Faulheit. Das ist eine Ruach Ra, das ist eine verdorbene Geist. Das ist Ketev Meriri. In einer Minute, vor einer Minute war alles gut. Und plötzlich, er versteht nicht warum, er ist nicht mehr bei sich, er ist nicht mehr beim Sinnen, er hat alles vergessen. Warum kommt eigentlich Ketev Meriri? Warte, ich will noch beenden, sage ich dir. Wie siehst du, dass ein Mensch besetzt seine Ketev Meriri? Oder ist er depressiv und er will mit niemand reden? Das ist diesen Ketev Meriri kam in seinen Milchkrug. Oder er wird kämpferisch. Wie kämpferisch? Er ist zynisch, Sarxist. Weißt du, was ist Sarxism? Auslachen von jemand, ungeduldig, lacht auf lange Wege und Prozess, will alles jetzt, gib mir Beweise, gibt keine Beweise, stimmt nicht. Verstehst du, das ist so? Und wenn ein Mensch weiß, dass er ist nicht mehr bei sich, soll er wissen, er muss wegjagen dem Ketev Meriri. Wie kann man ihn wegjagen? Man kann ihn wegjagen durch zwei Wege. Oder sagen Parashat Azinu, deshalb muss man Azinu, diesen fünften Buch Moshe, Kapitel 32, auswendig wissen. Also ich weiß das auswendig. Die und deine Geschwister haben auch gelernt in ihrer Jugend, diesen fünften Buch Moshe, Kapitel 32, mit der Melodie. Hazino Ashomayim Vadabeiro, Vesishma Oretz Imrefi, Yarov Kamotor Likriti Zalkatalim, Rosiki Sirim Alei Deshe, Vechirvivim Alei Esef, Ki Ishem Adino Oye, Krov Ugoidel Eloyeinu, Atzuto, Mipo, Lo Yikro Dorom, Mishpot, Ele Muno Beno, Vel Tzadik Vyoshuru, und so weiter, die ganzen Parasha. Okay? Das muss man auswendig wissen. Und auch Kapitel 91. Joshua besessen Elio, mit Zosha Dais, Leuna, Noma, Latina, Bachs, um zu Dossi, Laif, Traboi, Kötzi, Lachmi, Pach, Jokisch, mit Dever, Abois, Bevros, Yosrlo, Vitaras, Klof, Vitaras, Etzin, Zichor, Amitoi. Lo, Isiro, mi Pach, Adlo, Lo, Michetzi, Of, Yoimo, mi Dever, Boi, Filialoch, mi Ketev, Yoshud, Zoroim, bis diesen Satz. Was heißt mi Ketev, Yoshud, Zoroim? Da müssen wir sehen,
dass es gibt zwei Sorten von diesen Ketev. Es gibt Ketev Merir, der kommt meistens am Tag zwischen 10 Uhr morgens und 15 Uhr Nachmittag. Und es gibt Ketev Yoshud, der kann immer kommen. Und der Unterschied zwischen die beiden, eine bringt dir zum Passivität, zum Down, und eine bringt dir zum Aktivität, zum Krieg. Ketev Merir bringt dir zum Passivität, zum Traurigkeit, zum kein Lust, isoliert von der Gesellschaft. Und Ketev Yoshud bringt dir zu so einem Kampfmaschine mit dem anderen, bringt dir zu schlagen. Deshalb, wenn ein Lehrer oder Vater oder jemand will dem anderen schlagen, was ist er, Ketev Meriri oder Ketev Yoshud? Yoshud. Ketev Yoshud. Und Ketev Yoshud zu räumen ist eine ganz gefährliche Sache, insbesondere in die Zeit, von wo ist gefährlich, soll man nicht wissen. Deshalb habe ich mir gedacht, dass vielleicht in dieser Zeit, wo wir jetzt uns befinden, wenn in die Geschichte, wo es war Blutvergiftung, hat man gesagt Ketev Meriri, Windpocken hat man gesagt Ketev Meriri, Malaria hat man gesagt Ketev Meriri, vielleicht auch Corona ist Ketev Meriri. Und wir müssen in uns sicher sein und stabilisieren, nicht in eine Down zu fallen, auch wenn man sich nicht gut fühlt, und auch nicht in eine Two-Up, genau, in eine Ketev Yoshud, in eine Dämonen, die kann der Mensch bringen zum Streit und vulgär und zynisch und plötzlich dem anderen zerfleischen und zu verkleinern. Verstehst du? Du wolltest was fragen. Wann kommt Ketev Meriri und warum? Matthäus mit Labeschala Adam. Die Antwort auf die beiden weiß ich nicht. Warum kommt Ketev Meriri in dem. Er kommt immer, wo es zu viel Licht und Schatten zugleich. Wenn ein Mensch ist stabil in sich, normalerweise Ketev Meriri kommt er nicht. Aber wenn ein Mensch neigt schon, es gibt sensibel Produkten. Weißt du, was ist sensibel Produkten? Mayonnaise, Hummus, Eier, kriegen schnell, ich gebe dir ein Beispiel von Gastronomie. Es gibt Produkten, die bekommen schneller Salmonellen, Fisch, sie verderben ganz schnell. Und es gibt Sachen, die können sich lang halten, die sind gesalzen, die sind konserviert. Ich glaube, auch bei Menschen ist das so. Es gibt Menschen, die sind sehr empfindlich, sehr sensibel und ihre Gefühle sind sehr auf hohe Touren. Und bei denen Ketev Meriri kann sehr schnell, er ist offen, er kommt auf eine Wunde. Also die Fliege kommt in eine offene Wunde und dort versucht sie zu schmerzen. Wenn ein Mensch schützt sich und aber wann genau kommt er und warum genau kommt er, weiß ich nicht. Ich weiß nur durch dem Buchlein von der Moharaj von Breslau, er sagt, wenn ein Mensch ist plötzlich ohne Grund zu up oder zu down, beide negativ, es ist entweder Ketev Meriri oder Ketev Yoshud und er muss sich im Griff haben. Shkoyach.